Ja, mein Name ist Richard Hein. Ich bin Mitarbeiter am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Und am Learning Lab befassen wir uns mit allen möglichen Fragen des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien im Bereich Hochschule, der beruflichen Bildung und eben auch Schule. Und ich habe seit 5,5 Jahren das Vergnügen, den Bereich Schule aufgebaut und koordiniert zu haben. Die Machbarkeitsstudie, die wir zusammen mit dem deutschen Bildungsserver, mit dem DIPF in Frankfurt gemacht haben, die geht eigentlich zurück auf ein Positionspapier der Kultusministerkonferenz, die einfach mal gesagt haben, worum geht es eigentlich bei OER und welche Rolle sollte das in der Bildung spielen. Und in diesem Positionspapier werden zwei Aufgabenbereiche beschrieben, die aus der Sicht dieser Arbeitsgruppe in der Kultusministerkonferenz wichtig wären zu bearbeiten. Und das eine, was da steht, ist, man müsste eine Infrastruktur für OER aufbauen. Und das als nachrangig wird dann bezeichnet oder als zweiten Arbeitspaket wird gesagt, wir müssen schauen, wie sieht es mit rechtlichen Fragestellungen aus, mit Fragen der Qualifizierung und einiges andere. Und diese beiden Arbeitspakete hat das BMBF in zwei Projekte gegossen. Das eine ist die Machbarkeitsstudie, die wir gemacht haben. Das andere war das Projekt Mapping OER, das sich um diese zweiten Fragestellungen kümmert. Und die Fragestellung, die wir versucht haben bei der Machbarkeitsstudie zu beantworten, war, wie müsste eigentlich eine IT-Infrastruktur in Deutschland aussehen, die für eine höhere Verbreitung und Nutzung von OER sorgt. Das heißt, es geht dabei nicht darum, jetzt über OER zu informieren und Lehrer oder Eltern oder sonst wen für das Thema zu begeistern oder zu erklären, was Lizenzen sind, sondern eigentlich so ein Insider-Papier zu sagen, wie müssen diese ganzen Akteure, die wir in der OER-Szene haben, Leute, die OER produzieren, Leute, die sie nutzen, Leute, die sie vielleicht als Redaktionen bei Bildungsservern oder als Bibliothekare beschreiben, wie müssen die zusammenspielen? Und die Frage, die auch von der KMK gestellt worden ist, war, brauchen wir ein zentrales Repositorium, also einen großen Topf, in den wir einfach alle OERs reintun? Oder brauchen wir eine dezentrale Struktur? Und was eigentlich bei der Studie rausgekommen ist, ist, dass wir eine möglichst dezentrale, aber gleichzeitig vernetzte Struktur brauchen. Das heißt, eigentlich jeder, der OERs produzieren möchte, soll das auch tun und die darf er auch auf seinen Server tun. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Informationen über diese OERs in Form von Metadaten an andere Server weitergegeben werden und dass ich letztendlich auch, und das ist, glaube ich, wichtig, Bildungsbereich übergreifend diese Metadaten abrufen kann. Das heißt, wenn ich als Mathelehrer Material suche, dann muss ich, ohne an 27 Stellen suchen zu müssen, auch tolle Materialien finden, die vielleicht ein Mathe-Prof für seine Studierenden im Grundstudium gemacht hat. Und die müssen und die Beschreibungssprachen, die wir da haben, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ganz viele Metadatenstandards und es geht nicht darum, den zu identifizieren, der der richtige ist, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass es unterschiedliche Sprachen gibt. Zum Teil einfach in den Bildungsbereichen. Beschreibungssprachen in der Hochschule sind anders als in der Schule und in der Weiterbildung nochmal ganz anders, sondern wir müssen kluge Übersetzungstools schaffen. Das heißt, diese Server müssen die Sprache des jeweils anderen verstehen. Und da haben wir vorgeschlagen, so einen Metadatenaustauschdienst als zentrales Element zu etablieren, das diese Übersetzungsleistung macht. Und wenn man sich das gerade angehört hat, was ich alles gesagt habe, dann merkt man, da sind ganz viele Leute dran beteiligt. Das kann eigentlich nicht eine kleine Gruppe von 10 Leuten irgendwie in einer Einrichtung machen, sondern da müssen eigentlich alle Akteure eine Rolle spielen. Und deshalb brauchen wir auch irgendwie Gremien, wo sich diese Leute strukturiert zusammensetzen und sagen, wie gehen wir diese Probleme an und wie machen wir diese Schnittstellen, dass eben Metadaten von hier nach da ausgetauscht werden sollen. Da geht es gar nicht darum, diese ganzen Fragen um OER zu beantworten, sondern wirklich diese reinen Fragen des Flusses von Metadaten irgendwie zu klären. Also ich würde mal sagen, ganz am Ende des Tages hat OER seinen Zweck erfüllt, wenn keiner mehr über OER redet. Weil dass wir so viel über OER reden müssen, heißt ja eigentlich, dass wir ganz viele, was ich gerade gesagt habe, Infrastruktur-, Technikfragen noch nicht geklärt haben und dass wir auch ganz viele rechtliche Fragen
noch nicht geklärt haben. Und wenn wir diese Fragen irgendwann geklärt haben, dann gibt es vielleicht entweder eine gute Lösung, wie man mit OER arbeiten kann, dass jeder weiß, welche Lizenzen er verwenden darf, dass wir vielleicht alle CC0 nehmen, weil das vielleicht am besten ist. Oder vielleicht haben wir auch ein neues Urheberrecht, reformiertes, das auch diese OER-Fragen obsolet macht. Aber wenn diese Fragen geklärt sind, dann können wir auf einmal sagen, eigentlich können wir diese ganzen digitalen Materialien so im Unterricht nutzen oder in Lernprozessen in anderen Bildungseinrichtungen, wie wir das gerne möchten. Das ist eigentlich das Wichtige, dass wir uns klar machen, OER ist überhaupt nicht das Ziel, sondern es ist ein Schritt auf einem Weg. Und das ist, glaube ich, wichtig, immer dann, wenn wir über OER reden, zu sagen, wovon reden wir denn eigentlich? Und eigentlich reden wir davon, wie müssen wir Bildungsräume, Bildungsmaterialien gestalten, damit Lernende, ob das jetzt Schüler in der Schule sind oder Studenten an der Uni oder Erwachsene, die in der Erwachsenenbildung unterwegs sind, heute die Kompetenzen erwerben können, die sie eigentlich brauchen in einer Zeit, die immer digitaler ist. Und das ist das eigentliche Ziel, nicht OER.